Willkommen zum neuen TechView Vlog und diesmal soll es um die Huawei FreeBuds 3 gehen. Die habe ich jetzt schon seit mehr als einem Monat im Einsatz und möchte euch zeigen und ja, vielleicht ein bisschen näher bringen, was an denen so besonders ist und was so spannend an denen ist. Und ja, das ist die Verpackung. So sehen die ganzen Geräte aus, die zwei Kopfhörer da drin. Und legen wir los mal mit dem Aussehen. Da könnt ihr euch jetzt schon direkt sehen, das sieht aus wie so eine Pille und ist auch eine Pillenbox. Und dieser Klappmechanismus zum Aufklappen ist sehr schön. Die Ohrhörer selber sind sehr AirPod-like, das kann man doch schon sagen, sind aber sehr solide und stabil verbaut. Etwas glatt ist die Oberfläche. Ihr seht, es ist glossy und glänzend und das zieht sich auch durch die AirPods sage ich auch schon, durch die FreeBuds selber auch hindurch, wie man hier sehen kann. Die sind ziemlich glossy und glänzend, haben aber ein nettes, interessantes Design und das ist, glaube ich, ziemlich interessant für den einen oder anderen, der ein OpenFit-Gerät haben möchte. Denn das ist das erste OpenFit-Gerät mit ANC. Das heißt aktiver Noise-Unterdrückung. Wenn ich das also ins Ohr reinstecke, kann ich damit Geräusche herausfiltern. Und es verbindet sich automatisch, jetzt in dem Fall mit meinem Mate 30 Pro. Da muss ich also nicht großartig viel machen. Hier seht ihr hier die Geräte, die ich auswählen kann. Und da ist eben FreeBuds 3 ausgewählt. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn ich Huawei-Geräte mit MIUI 10 laufen habe, kriege ich dieses Auswahlfeld, wo ich eben auswählen kann, ob ich mit den FreeBuds 3 verbinden möchte, auch wenn ich vorher noch nie mit denen mich verbunden habe. Einzige Voraussetzung ist natürlich, ich habe Bluetooth aktiviert, dann funktioniert das Ganze auch. Vom Tragegefühl sehr leicht, man vergisst quasi, dass man sie im Ohr hat. Hier seht ihr das Ganze, wie das aussieht, wenn ich das mal hier in die Kamera halte, das Ohrdesign. Und ja, es hat halt eben diese Zelle hier unten, wo auch Mikrofone drin stecken, die auch Windgeräusche unterdrücken sollen. Das klappt auch relativ gut und ordentlich. Was kann man noch sagen, was die Benutzbarkeit angeht? Viel Druck bauen sie natürlich nicht auf, dadurch, dass sie als OpenFit einfach ins Ohr reingesetzt werden. Sie werden also nicht irgendwie, da sind also keine Gummipenüppel, dass man es ins Ohr reinpressen müsste oder sowas. Deshalb gibt es diesen Druck auch nicht, den man eventuell hat, wenn man in ihr Kopfhörer gewohnt ist. Und im Normalfall sind sie eben auch gut benutzbar und fallen auch nicht raus, so wie ich die jetzt drinnen sitzen habe. Das kann ich auch so machen, die fallen nicht raus. Sport sollte ich damit natürlich nicht treiben, weil klar, die sitzen nicht so bombenfest, dass das gelingen könnte. Also für die Sportler unter euch ist das wahrscheinlich nichts. Aber wenn ich das hier habe, um beispielsweise in der Bahn rumzusitzen und mir da Musik anzuhören, ist das überhaupt gar kein Problem. Da halten die auch relativ gut. Im Inneren dieser Huawei FreeBuds 3 steckt ein neuer Kirin A1 Prozessor drin, der für eine schnelle und gute Bluetooth-Verbindung sorgt. Das heißt, wenn ich Geräte damit verbinden möchte, habe ich sehr schnell eine Verbindung aufgebaut. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Ich klappe es auf und innerhalb von Sekunden wird mir hier angezeigt, dass da die FreeBuds 3 verbunden sind. Der Akkustand wird mir angezeigt. Ich habe also auch die Möglichkeit zu sehen, okay, wie sieht der Akkuanzeige aus für die zwei Kopfhörer selber. Oder eben für das Case selber. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zur Akkulaufzeit. Die ist ein bisschen was mager. Das heißt, 4 Stunden sind vom Hersteller angegeben. Ich habe so etwa 3, 3,5 Stunden hinbekommen. Mit dem Ladecase kann man nochmal 4 Mal aufladen. Und da könnt ihr dann ja gucken, was da zusammenkommt. Das alles meistens ohne, dass ich das aktive Noise Cancelling angehabt habe, weil das verbraucht natürlich ein bisschen was mehr an Strom. Und das sorgt halt natürlich dafür, dass dann im Grunde genommen der Akku noch schneller rausgelutscht wird. Zur Technik selber kann man noch sagen, also die Verbindung ist sehr, sehr schnell da, gerade bei den MIUI 10 Geräten. Bei anderen Geräten muss man manuell verbinden, das geht aber auch sehr schnell, unter anderem auch mit iPhones, das wurde getestet. Dann die automatische Erkennung, ob das
ob der Kopfhörer im Ohr drin ist oder nicht, gibt es auch. Also dazu gibt es einen Annäherungssensor. Ich weiß nicht, wie gut man den hier sehen kann. Der ist auf jeden Fall auch dort. Müssen wir noch ein paar Nahaufnahmenbilder davon zeigen. Übrigens auch im Unboxing zu sehen. Wer das, der sich dafür interessiert, der kann das da auch sehen. Da gibt es noch mehr zum Design. Also er erkennt automatisch, wenn ich das rausstecke oder wenn ich es reinstecke, wird automatisch ein Sound jetzt abgespielt in dem Fall und ich kann den Kopfhörer benutzen, der andere wird dann nicht benutzt. Oder wenn ich beide drin habe und ich möchte ein Gespräch führen mit jemandem und höre gerade meine Musik oder meinen Podcast, da kann ich einfach eins rausstecken, dann wird meine Musik pausiert oder mein Podcast pausiert, stecke ich es wieder rein, wird das erkannt und die Musik geht weiter. Das gleiche geht auch bei YouTube-Videos oder bei anderen Geschichten. Wenn ich beispielsweise, ich habe hier mein Tablet stehen und wenn ich da beispielsweise auf meinem Tablet YouTube-Videos anschaue und kommt gerade irgendwas anderes machen muss, ein Gespräch mit jemandem führen muss, nicht am Telefon, sondern persönlich oder irgendwie was anderes machen muss, kann ich den Kopfhörer rausholen, die Musik oder jetzt das YouTube-Video in dem Fall wird pausiert, stecke ich es rein, wird es wieder fortgesetzt. Eine sehr schöne Geschichte. Die ANC-Geräuschunterdrückung ist so, ja, es ist nicht vergleichbar mit Over-Ear-Kopfhörern. Keinesfalls vergleichbar. Es ist eher zweckmäßig, es filtert einige Sachen raus. Also wenn ich beispielsweise, wenn jemand am Kochen ist neben mir oder ich beispielsweise kochen möchte und dann mich auf die Musik konzentrieren möchte und diese Nebengeräusche nicht haben möchte, kann ich das anmachen. Das klappt. Gleiches im Restaurant, wenn ich da irgendwo sitze und da wird gerade gekocht, laut oder irgendwie sowas. Das funktioniert auch. Wenn ich im Bus sitze und will die Motorengeräusche des Busses nicht hören oder in der Bahn sitze und will dieses Untergrundrauschen der Bahn nicht hören, kann ich das einschalten mit dem Doppelklippen hier. Wird mir auch gesagt, Noise Cancelling On und dann verändert sich halt eben die Geräuschkulisse komplett. Das ist nicht immer zum Vorteil, weil eben das nicht so stark eingreift wie andere Active Noise Cancelling Kopfhörer, gerade die Over-Ear. Aber es hat eine schöne Funktion, wenn ich nämlich in die AI Live App hineingehe. Das ist die App zur Kontrolle dieser Kopfhörer. Ich mache jetzt mal das Noise Cancelling wieder aus. Ich muss es anmachen, um es euch zu zeigen. Da gibt es ein Rad, wo man die Frequenzen einstellen kann und da kann man dann, wenn man ein bestimmtes Geräusch rausfiltern möchte, man sitzt beispielsweise im Flugzeug, im Zug oder sowas, dann kann man an dem Rad drehen und man merkt live, was sich alles ändert. Beispielsweise jetzt ist meine Stimme hörbar. In dieser Einstellung gehe ich aber, drehe ich das Rad rum in die Richtung, wird meine Stimme dumpfer und ich kann jetzt das Rauschen des Windes, was durchs Fenster reinkommt, nicht mehr hören. Das wird also herausgefiltert. Das funktioniert doch recht ordentlich und die Konfiguration finde ich auch eine nette Geschichte, aber ich hätte mir hier auch etwas mehr an vorausgefertigten oder vorauswählbaren Profilen gewünscht, die dann speziell irgendwelche Sachen herausfiltern, wo ich sagen kann, okay, Flugzeuglärm oder höhere Töne oder das oder so. Und dieses Drehrädchen ist so ein bisschen fummelig, sagen wir mal so. Also die Geräuschunterdrückung ist nicht die beste und verbraucht etwas viel an Akku, was dann dazu führt, dass ich wirklich nur das Ganze benutze, wenn ich tatsächlich mich konzentrieren möchte auf meinen Podcast, den ich höre und gerade im Kochen bin oder sowas und dann diese lauten Kochgeräusche ein bisschen was ausblenden möchte oder wirklich tatsächlich im Bus sitze und dann nicht gestört werden möchte. Aber es ist halt nicht was für einen Flug, was man da 12 Stunden oder 10 Stunden im Ohr haben möchte. Der Sound, kommen wir zum Sound, das ist nämlich das Erfreuliche an diesen Kopfhörern. Die kommen mit, ich glaube, 16 mm oder 14 mm Treibern daher und die liefern wirklich klasse Sound, das muss man ganz ehrlich sagen. Also für so Open-Fit-Kopfhörer war ich wirklich überrascht. Es ist kein Vergleich zu den mitgelieferten USB-Typ-C-Kopfhörern. Ich glaube, sie heißen CM33, aber schlägt mich nicht drauf fest, die Huawei sonst so mitliefert bei ihren Smartphones, High-End-Smartphones zum Beispiel. Der Sound ist wirklich sehr gut für ein Open Fit. Da kann man wirklich nicht meckern. Besser als AirPod 1 oder 2 auf jedem Fall. AirPod Pro, da würde ich ein bisschen was streiten. Das hat aber einfach damit zu tun, dass es eine andere Technik ist, also In-Ear versus eben Open Fit Design.
Sehr guter Bass, sehr gute auch Höhen, die nicht übersteuern, die nicht zu spitz werden oder so dieses Lispeln, diese S-Laute oder sowas, die dann so scharf im Ohr sind. Etwas zurückgenommen sind die Mitten. Das ist also dieser typische V, die V-Form, die ich natürlich übertrieben so andeute. Es ist also die typische V-Form vom Equalizer her, die da mit drin ist. Also man hat Spaß daran, Musik zu hören, aber auch Podcasts kann man damit genießen. Es ist ein warmer und ein schöner Klang. Also ich habe nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen, was den Klang angeht. Es gab auch zahlreiche Updates. Ich glaube, 5 oder 6 Updates habe ich schon bekommen, die einige Sachen verbessert haben an den Kopfhörern. Unter anderem die Bluetooth-Verbindung, die ich jetzt mit dem Emo N10-Geräten überhaupt keine großen Probleme hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit anderen Geräten wurde die nochmal weiter verbessert und auch die Qualität an der einen oder anderen Stelle was verbessert. Das Active Noise Cancelling wurde auch ein wenig verbessert und die Mikrofonqualität wurde auch nochmal verbessert. Die Mikrofonqualität ist gut, also da gibt es einen guten Klang. Ich werde noch ein Sample dranhängen, wenn ihr das hören möchtet. Die Rausch- und Windunterdrückung ist dank dieses extra geformten Rausch- und Windunterdrückung etwas besser. Also man hat da wirklich groß Werbung dran gemacht. Da würde ich sagen, naja, es ist etwas besser, aber es ist nicht weltbewegend oder revolutionär. Das ist ein Aufnahmetest mit den FreeBuds 3 Kopfhörern. Ich muss die Lautstärke natürlich höher drehen. Ich benutze dazu Mono-Mono, um überhaupt über die FreeBuds 3 etwas aufnehmen zu können. Die Tonqualität sollte in Ordnung gehen. Es hat automatische Geräuschunterdrückung. Das heißt, es sollte jetzt im Hintergrund der Lärm, der eventuell von draußen bei geöffnetem Fenster von der Straße reinkommt, nicht aufgezeichnet werden. Und wenn ich meinen Kopf neige und wende, sollte die Tonqualität weiterhin ordentlich und gut sein. ANC, ich glaube, da habe ich eigentlich schon alles zu gesagt. Und Akkulaufzeit bin ich etwas enttäuscht. Klar, man kann dieses Ladecase relativ schnell aufladen, entweder über USB Typ C. Dort gibt es eine Art Quick Charge. Ich glaube, das funktioniert mit 10 Watt, wenn ich mich nicht irre. Und dann kann man es mit 5 Watt, ja, ich glaube, mit 5 Watt dann auch noch induktiv laden oder 4, 4,5 Watt oder sowas. Das ist für den kleinen, schmalen Akku, der hier drin ist, relativ flott schnell wieder aufgeladen. Viermal nachladbar im Case, wie gesagt, und man kann die natürlich auch einzeln benutzen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Negativpunkten, die mir nicht so ganz gefallen haben. Zum einen die Akkulaufzeit, da hätte ich mir gewünscht, die kann man was länger machen. Zum anderen, dass die sich nicht immer gleich entladen, die zwei Kopfhörer. Das ist schon ein kleines Problem, würde ich mal sagen. Klar, ich habe es gerne, dass ich entweder den einen oder den anderen reinnehmen kann und dann nochmal irgendwie was hören kann. Aber wenn ich beide drin habe und dann mir einen Podcast anhöre und der eine Kopfhörer ist 20% niedriger vom Akku als der andere, dann fällt das schon auf und nervig ist dann, wenn halt eben dieses Bimmeln anfängt und er mir sagt, er ist jetzt kurz vorm Abnippeln und hat keinen Saft mehr. Und dann ist es halt wirklich nervig, wenn er dann der eine komplett ausfällt, der andere dann aber noch 10 oder 15 Minuten länger funktioniert, weil er halt eben die 10 oder 20 oder bis zu 20% Unterschied habe ich schon gemerkt. Das ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, das wird noch mit dem Firmware-Update irgendwie verbessert. Bis zu, also 5 bis 10% hätte ich gesagt, na, okay, das ist noch im Rahmen dessen. Aber hier ist halt der Unterschied 10 bis zu 20% Unterschied. Und das, obwohl ich beide gleichzeitig im Grunde genommen nutze, und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ob es an der Hardware liegt, die ich hier habe, Montagsgerät kann natürlich immer sein. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen. Also die Akkulaufzeit ist verbesserungswürdig. ANC jetzt für OpenFit, inwiefern macht das Sinn? Wie gesagt, es hat seinen begrenzten, wirklich begrenzten Einsatz und es ist nicht weltbewegend wie Over-Ear ANC. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Vielleicht kann man das noch verbessern. Ich würde das Konfigurationstool auf jeden Fall etwas verbessern. Klar, man kann da drehen und bis man halt eben das gefunden hat. Aber ich hätte mir da auch gewünscht, dass eventuell Huawei die Möglichkeit hat, da auch automatisch Szenen zu erkennen oder zumindest auswählbar zu machen, um bestimmte Frequenzbereiche direkt rausfiltern zu können.
Und ja, wir werden mal schauen. Was ich mir auch gewünscht hätte, wäre vielleicht, dass man, es gibt ja für Apple AirPods, und weil die ja sehr, sehr ähnlich geformt sind, gibt es ja Gummiaufsätze, die dann so eine Art ja, In-Ear ermöglichen, also wo das dann weiter in den Ohrkanal reingedrückt wird, dadurch, dass dann hier so ein Gummiaufsatz noch drin ist. Hätte ich mir ja auch gewünscht, dass das zum Lieferumfang gehört oder zumindest optional angeboten wird, so ein Gummiaufsatz einfach, der hier passend ist. Ich habe es mal versucht mit den AirPods Gummiaufsätzen, die funktionieren auch relativ gut. Es ist aber nicht, da sind da ein, zwei Millimeterchen, wo das nicht ganz passt und dann verrutscht es und dann ist es halt eben ein bisschen was, ja, blöd. Also da hätte ich mir vielleicht sowas gewünscht, weil das wirklich, diese Oberfläche, ihr seht das ja auch selber, sehr, sehr glatt ist und Fingerabdrücke und Fettabdrücke und so weiter, alles Mögliche dann daran haften bleibt. Also da hätte ich mir das gewünscht. Entweder macht man den Teil, der wirklich ins Ohr reingesteckt wird, den nicht glänzend, sondern matt. Oder also ein anderes Material wird da verwendet vom Plastik her. Oder man macht wirklich Gummiaufsätze, die man zumindest optional dann anbieten kann. Und dann vielleicht auch noch mit einem kleinen Nüppelchen hier, dass man das Ganze in ein In-Ear verwandeln kann. Weil ich glaube, mit diesem In-Ear-Adapterchen klingt das sogar noch eine Ecke besser. Und dann würde ich das 100% empfehlen. So ist das halt etwas, wo ich sage, der Einsatzzweck ist, ihr müsst wissen, 3 bis 4 Stunden Akkulaufzeit und ANC. Das ist nicht für einen Flug, sondern da braucht ihr wirklich die On-Ear-Kopfhörer oder die Over-Ear-Kopfhörer. Das hier ist tatsächlich etwas für hier und da vielleicht mal ein paar Geräusche rausfiltern, aber das ist keine wirkliche Revolution in Sachen Kopfhörern. Trotzdem, guter Kopfhörer, auch sehr stabil. Ich habe das jetzt mehr als einen Monat im Einsatz und diese Ladeschale ist mir das ein oder andere Mal schon aus der Tasche geflutscht und auf den Boden gefallen. Aber ihr seht, die hat das überstanden. Es gibt ein paar Kerben und ein paar Abschürfungen, aber das ist also kein Problem. Auch das Laden ist kein Problem. Wireless Charging funktioniert. Oder ich kann mit USB Typ C das Ganze aufladen und die Ladebuchse sieht auch noch okay aus. Das heißt, von der Qualität her, von den Materialien her, ist das nichts, was da in einem Monat oder in einem 2 Monaten kaputt geht. Und ich würde sagen, das würde schon seine 2 Jahre durchhalten. Dann wird wahrscheinlich der Akku leer sein und dann muss man sich wieder neue kaufen. Aber dann will man sich eventuell auch neue kaufen. Über den Sinn und Unsinn solcher Kopfhörer und der Verschwendung von Akkus und sowas, das kann man ja auch mal besprechen in einem separaten Video eventuell. Ja, das war es schon für mein kleines Review zu den Huawei FreeBuds 3. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, falls ihr die Huawei FreeBuds 3 habt? Habt ihr vielleicht sogar den Vorgänger, die FreeBuds 2 Pro? Würde mich mal auch interessieren. Ich glaube, die wurden in Deutschland und Europa gar nicht verkauft, sondern nur in Asien. Und ja, was haltet ihr von der Geschichte? Wenn ihr die auch die FreeBuds 1 habt, die ich ja auch mal getestet habe, oder aka die FreeBuds Lite, dann würde mich natürlich auch interessieren, würde euch dieses Design hier mit dem OpenFit eher interessieren oder wollt ihr doch etwas In-Ear-mäßiges von Huawei demnächst haben? Und ja, ansonsten würde mich auch interessieren, was habt ihr für Tipps und Tricks, was OpenFit-Kopfhörer angeht? Dort gibt es ja einige, aber nicht so viele. Und das alles im Kommentarbereich. Ansonsten liken, subscriben und bis zum nächsten Mal. Ciao.